Abfuhr. Fahr ruhig vor. So Leute, erste Runde heute in Winterberg. Ui. Wir fahren hier gerade auf der Flow Country. Ich mach lieber langsam. Oh, ich komme gar nicht zum Reden. Es ist arschkalt heute. Die anderen ziehen mich voll ab. Das kann ja nicht sein hier. Es ist viel zu kalt. Ja, erstmal einflohen zum Warmfahren. Heute muss ich echt mal Brustgurtaufnahmen machen. Sonst habe ich ja gar keine gemacht. Ui, alles gut? Ist wieder der Anlieger weggebrochen, ne? Oh, auf! Gut, Alter! Ja. Oh, nice! Siehst du, ich sag's so. Was ist denn los hier? Oh weia, hier bleiben wir heute. Hier können wir eine Fail-Compilation machen. Ich muss mal ein bisschen reintreten, sonst hängen die mich immer ab hier. Kann ja nicht nur ich crashen. Also der Lift ist fast wie Willingen, ne? Bisschen langsamer, aber hat er auch Suspension? Oh, aber... Ich musste ja auch noch mal am letzten Tag passieren. Ja, jetzt mache ich gleich noch mal eine Anmoderation für meine International-Zuschauer. So richtig denglisch. Hello, my liebe Bergfahrer-Friends. Today we are going... nein. Warte, ich mach das gleich so richtig laut auch noch vor den ganzen Leuten da. Oh, das, ja, der biegt ja schnell ab. Welcome, meine liebe Bergfahrer, Fahrer-Friends. Today we are in the bike park Winterberg and we are going to pfeffer these trails. Today we are making some manuals mit Windy Wind. Das laber ich. Ja, hallo. Ich hab gesehen, du hast vor ein paar Tagen geschrieben, dass du Willingen bist. Ja, ich war eine Woche so hier in NRW in der Umgebung. Heute ist letzter Tag leider. Kommst mit? Ja. Mal gucken, was hier ist. Ich hab keine Ahnung, welche Line das jetzt ist. Also bisher ist es auch noch recht flowig hier. Oh, das macht das Bock, Alter. Auch wenn wir jetzt noch nicht schnell fahren. Aber die späteren Runden werden dann wahrscheinlich schneller werden. Also langsam wird es eintönig. Ui. Voll gecased wieder. Ja, erstmal alle Strecken angucken, bevor man hier sendet. Ja, viel Zeit haben wir ja auch nicht. Bis 13 Uhr, glaube ich. Ey, sendet. Dachte, wir springen jetzt rein einfach. Ah, die gucken wieder sich ewig den Sch an. Das, was ich heute eh nicht machen werde wahrscheinlich. Hab ich mir länger vorgestellt. That's what she said. Aua, aua. Ich hab das voll gegen meine Schürfwunden bekommen. Hier pack es mal in die Mitte. Auf das Holzkastending. Danke. Ich habe ihn nicht reinbekommen. Das Wort hieß halt. Oh nee, das ist nur Holz, oder? Die Hälfte ungefähr nur. Ich weiß es nicht. Ich fahre langsam. Mal schauen. Ich mag Holz nicht so. Glaube ich. Ja, den hätte ich jetzt mitnehmen können. Oh weia. Ey, was bremst ihr denn so? Mein Gott, ey. Das sind auch nur Steine. Ey, ich wäre hier schneller durch. Mach mal, gib auch mal Gas hier.
Hier ist die Freeride scheinbar. Stand zumindest auf dem Schild gerade. Ach da. Ach da. Advanced Expert Line. Mann, nice, Alter. Abziehen, Lasse, abziehen. Ich bin schon wieder so angestarrt. So. Danik und alle sahen, aber keiner traut sich was zu sagen. Ja, sag ich. Neongelbe Männchen, Gang am Start, aber die sprechen mich wieder nicht an, die gucken nur. Mensch, ihr könnt mich ruhig ansprechen. Aber vielleicht bin ich auch bei Dirt Masters nochmal hier. Also höchstwahrscheinlich. Rein da. Oh nein! Ach, Mimi. Oh, sorry. Erstes Mal heute hier. Wenn man nicht sieht, was dahinter ist, ey. Den hätte ich jetzt auch springen können. Geht's hier. Oh, da. Mimi. Da geht's ja weiter. Nur am Pfeilen heute. Fahr einfach mal vor. Ich verirre mich sonst immer. Alter, Bremswelt, yo. Boah. Lorenz. Heute casen wir mit Lorenz. Jo, die Liftschlange ist lang. Oh, kalt, windig. Bevor wir einfrieren, fahren wir los, ne? Sendet. Ja, oh, der Wind, Alter. Hallo. Boah, ist das windig, ey. Boah. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. So Leute, vielleicht kennt ihr ihn ja, aber das hier ist Dave Renz. Der fährt immer mit Dirtbike im Der fährt immer mit Dirtbike in Bikeparks. Ja, der ist auch auf dem MTB Germany Discord. Manche kennen ihn ja vielleicht. And now for my international viewers. This is the Dave Renz. He's a Dirt Jam Biker. Ne, lassen wir das. Okay, genug cringe. Fahr mal vor. Schön mit Dirtbike im Bikepark. Warum auch nicht? Jo. Du bist ja nur am Rutschen bestimmt. War gutes Tempo fährt er. Ja, du bist voll weggerutscht. War zwar nicht so ganz gewollt, aber egal. Ich werde immer so langsam beim Manual. Jo. Ein Traum. Ah, der Gegenwind ist aber nicht so geil. Jo. Jo, noch ein Dirtbiker, was macht ihr alle? Jo! Ah, zu wenig Speed.
direkt weiter. Hi. Hi. Kann ich ein Foto machen? Ja, klar. Beim Boot. Hallo. Dabei? Der hatte keine Zeit. Ey, was ist das denn für eine Fummelarbeit, Mensch? Ja, sorry. Warte mal. Da kannst du noch nichts für. Ich hab die selber ausgeschnitten. Oh Gott, Alter. Das war eine gute Idee, hinterher zu fahren. Videotitel, Massencrash oder so. Was ist hier los, Alter? Ja, aber das so viele... Alter. Oh mein Gott, Alter. Wieder anstellen, los. Ist okay, wenn wir mitfahren? Ja, klar. Ja. Jetzt haben wir einen Shred Nation Train. Riesentrain, let's go. Okay, los. Dann fliehe ich hier alles. Hui. Na, den wieder nicht. Hallo. Hui, hui. Oh. Gutes, ja, okay. Tempo. Ist der auch uns auch dabei? Ja, der ist irgendwo. Junge, die erkenne ich von 30 Kilometern. Hallo. Hi. Hat gar keine Bremse mehr, Alter. Die wird doch voll heiß, ja, bestimmt. Ja, die riecht sogar noch Bremse, Alter. Ja. Die Bremswellen. Tja Leute, leider ist das auch schon der Tag der Abreise heute. Ich mach hier mein Commentary, da hör mal. Na, hör mal. Okay, genug rumgebrüllt. Heute ist Tag der Abreise und leider können wir nicht so lange hier bleiben, weil wir dann eigentlich nicht so spät zu Hause ankommen wollen. Aber ich denke, wir sehen uns zu Dirt Masters hier nochmal. Denn jetzt, wo ich das hier schon gesehen habe, habe ich mies Bock. Ah, jetzt gibt es noch eine Abfahrt. Schauen uns jetzt nochmal die Jumpline hier an. Und die 4 Experts, das sind wir natürlich. Ja, klar. Wir sind die totalen Experten hier. Muss aber auch dazu sagen, es ist eigentlich viel zu windig. Oh Gott. Ja, es ist windig. Ah, das ist so windig. Ja, es ist windig. Ich habe wieder die Hose voll. Jetzt schon. Ja, ja. Ey, es ist richtig windig. Jo, oh, puh. Voll der Flatbomb. Dann schauen wir uns mal die Jumpline gemütlich an. Vielleicht hat die ja bei Dirt Masters offen. Ich weiß nicht, wie das abläuft. Boah, das ist echt windig. Ich traue mich überhaupt nicht, die zu springen jetzt. Ja, aber das sind schöne Sprünge. Auf der Jumpline waren auch echt wenig. Da waren gerade nur drei Jungs drauf. Unsere Liftkarte funktioniert ja jetzt nicht mehr, ne? Aber lass mal Abmoderation machen, oder? Tschüss! Hat mich mega gefreut, dass so viele von euch hier waren. Hätte ich auch gar nicht erwartet. Ja Leute, jedenfalls sehen wir uns im nächsten Video. Schon fünfmal gesagt. Haut rein Leute, ciao! So Leute, ein paar Sticker hatte ich noch übrig und die habe ich hier unter der Bordbahn versteckt. Hier unter einem Stein, unter einem Pfeiler. Das ist der dritte Pfeiler von dieser Treppe hier aus. Also wenn ihr Bock habt, dann holt euch die Sticker, wenn ihr noch keine bekommen habt. So, jetzt aber wirklich. Ciao Leute!